Geil, das ist so geil, Alter. Und alle sterben gerade einfach. Wie cool. Tobi, mein Guter. Hi. Wir spielen heute gemeinsam wieder eine Runde Minecraft. Gemeinsam im Stream-Event, meine Freunde. Das heißt, 100 Spieler können wir da mitspielen, meine Freunde. Und wir haben heute was ganz Spektakuläres für euch vorbereitet. Und zwar geht es heute primär, Tobi. Erzähl den Leuten, was heute passiert. Geht es heute so um ein weiteres soziales Experiment, Leute. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, mit teilzunehmen. Geil, Mann. Ich sag mal so, du bist jetzt mein Versuchskaninchen. Nein, du kommst mal hier aus dem Käfig raus. Ich bin nicht dein Bitte. Was denn? Du musst es den Leuten zeigen. Okay, was Komm mal hierher. Ja, gut. Bau mal einen Block ab. Au, wow. Wieso krieg... Was soll die... Das ist das Community-Event. Warum bist... Tobi, ist das das Community-Event? Ja. Das heißt, ich kriege Schaden, wenn ich einen Block abbaue? Pro abgebauten Block kriegt man Schaden, ja. Wie viel? 3 oder so. Okay, was erwartest du dir daraus? Ich nichts. Aber die sterben doch dann einfach alle nur, die Leute. Richtig. Du kannst ja gegeneinander kämpfen lassen oder was weiß ich. Okay, und wenn jemand stirbt, wird er gebannt? Nee, ne? Wenn jemand stirbt, dann wird er nicht gebannt, nee. Also die Challenge ist scheinbar heute, ich war ein bisschen verwirrt tatsächlich, dass sobald man einen Block abbaut, man Schaden bekommt. Was relativ interessant sein könnte, weil wenn 100 Spieler gleichzeitig den Block abbauen und sterben, ist das ganz lustig. Ich glaube, das wird einfach den Progress, also ich meine, das ist eigentlich mal ganz interessant zu sehen. Normalerweise haben wir einen ziemlich guten Progress immer bei so Events. Also normalerweise dauert es keine 20 Minuten, bis die komplette Map hier zergrieft ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier diesen Server einfach auf ganz entspannt laufen lassen könnten, Tobi. Wahrscheinlich sogar 2 Wochen laufen lassen könnten und erst dann irgendwann bei dem sind, wo wir vorhin sonst... Weil, also den Schaden kriegt ihr so oder so, egal ob ihr eine Rüstung anhabt oder nicht. Also eigentlich ist es nur, dass ich mir anschaue, wie 100 Leute abgefuckt werden bei Minecraft spielen. Das ist doch eine ganz schöne Nummer, oder? Ja, ja. Eigentlich könnten wir der Erste, der einen Diamanten gefunden hat oder so machen, ne? Ja, okay, Leute. Wir machen es einfach so. Der Erste, der mir einen Diamant bringt, der... Ach, wisst ihr was? Wir lassen es einfach laufen. Lass uns einfach laufen und gucken, was passiert, Tobi. Und wir schauen einfach später nochmal rein. Ich meine, ist doch geil. 100 Spieler spielen zusammen Minecraft, aber alle kriegen Schaden, wenn sie Blöcke bauen. Ihr baut 3 Blöcke ab, seid tot. Mega geil. Also das kann für euch eigentlich nur eine geile Nummer werden. Plus natürlich ist PvP an. Und ja, mein Gott, vielleicht werde ich zwischendurch ein paar Mobs spawnen, damit ihr überhaupt keinen Bock mehr habt. Ich würde sagen, meine Freunde, in der heutigen Folge werde ich einfach 100 Spieler so sehr in Minecraft ab, dass sie einfach den Server quitten werden. Das ist die beste Idee. Wir werden euch so sehr auf den Sack gehen, bis ihr den Server einfach quittet. Ich würde sagen, Tobi, ich fange jetzt einfach schon mal an, die Spiele abzu***, oder? Ich meine, dafür sind wir doch hier. Also, ich fange jetzt schon mal einfach mal an und nehme mir einfach Gifttränke und schmeiße die jetzt schon mal auf die Leute drauf. Oh Gott, 100 einfach, Spieler triggern bis einfach, zum... Ja, bis zum Ragequit, genau. Also, ich denke mal, eigentlich hätten wir so machen müssen, dass jeder, der den Server verlässt, einfach dann gebannt ist, tatsächlich. Können wir so. Whitelist dann einfach clearen und dann jeder, der drauf ist und einmal runter ist, der ist weg. Timex hier. Wir whitelisten jetzt 100 Leute, machen danach die Whitelist aber wieder aus. Das heißt, wer denn den Server verlässt und disconnected ist quasi raus. Wenn eure Mutter kommt und das LAN-Kabel zieht, dann habt ihr Pech gehabt. Also ihr müsst jetzt eigentlich die ganze Zeit online bleiben. Und wer Last Man Standing ist, der kriegt von mir mal wieder gar nichts. Weil normalerweise f*** ihr mich immer ab und heute f*** euch einfach ab, bis ihr keinen Bock mehr habt. 100 Spieler werden von mir so sehr getriggert, dass sie keinen Bock mehr haben, dieses Spiel jemals wieder zu spielen. So, jetzt haben wir es doch, Tobi. Digga, hey, ich find's gut, wie sich das geändert hat hier. Askarschen ist also cooler als Revi, okay, gut. Der wird ja jetzt keinen Spaß mehr haben. Der wird jetzt von mir einfach in den Bedrock-Würfel eingesperrt. Der spielt schon mal nicht mehr mit. Du bleibst jetzt hier die ganze Zeit drin stehen, es ist mir scheißegal, was du sagst. Don Malbano, bleib hier oben stehen. Du bleibst jetzt hier oben stehen, Don Malbano, wenn du stirbst, bann dich vom Server. Also mach's lieber nicht, bleib da oben stehen, halt dein Maul. Perfekt. Don Malbano, wenn du gleich woanders bist und ich mich zu dir teleportiere und du bist nicht mehr da oben, dann wirst du gebannt von mir. Dann war es das für dich vom Community-Event. Das ist ein geiles Event, Tobi. Das gefällt mir eigentlich. Um meine Macht ein bisschen auszubenutzen, würde ich sagen, ach, wisst ihr was, ich schmeiß hier einfach mal ganz kurz ein paar Gifttränke rein. Einfach nur, weil ich Bock drauf hab, Leute. Richtig cool. Ihr könnt aufhören zu connecten. Wer jetzt noch weiter connectet, dessen ID werden wir uns merken. Der wird dann beim Bundesfinanzamt angezeigt wegen Steuerhinterziehung. So ein Ding ist das. Boy. Folgendes ist die Regel. Die Whitelist ist wieder an. Das heißt, die Leute, die jetzt disconnecten, meine Freunde, wegen ab... Die sind jetzt raus, also die dürfen nicht mehr mitspielen. Okay, Tobi, mach mal weg hier. Ihr könnt jetzt übrigens den Spawn verlassen. In 3, 2, 1 und lauf! Wieso lauft ihr die Lava? Ihr seid so dumm, alle. Ihr seid so dumm. Warum rennt ihr denn in die Lava, Alter? Warum rennt ihr denn wirklich in die Lava rein, Leute? Ach, das ist Mann. Doch wirklich unnötig. Ich töte einfach irgendwelche Leute mit dem Schwert. Ja, ich auch. Ich zündet einfach ein paar Leute an. Ich habe einfach den Baum angezündet, den die gerade abbauen wollten. Ich gehe aber Inventar von irgendjemandem. Geil. Oh, einer ist schon raus. Möhre ist schon raus. Der hat schon keinen Bock mehr. Ich habe Romeo das ganze Holz weggenommen. Hier, Tempnen, das ist dein Holz. Denkst du? Don Malbano ist immer noch oben. Sehr schön. Hier, Don Malbano. Hast du ein bisschen mehr. Ach ja, die können auch nichts abbauen, weil die einfach Schaden bekommen. Ja, richtig. Das finde ich auch nicht fair. Hier, stell dich da drauf, Don Malbano. Geh da drauf. So. Ich habe einfach ein Crafting-Table von jemandem geklaut. Der hat dir gerade mühselig mit Schaden gefahren. Guck dir
Das ist guck mal. Guck mal. Das ist so geil. Guck mal. Ja. Warte, Wasser. Oh oh, das war dumm. Schwimm nach oben oder du wirst gebannt. Perfekt. Du musst einfach hier bleiben. Okay, der Erste, der mit Haus baut, kriegt einen Sonderpreis. Wirklich. Zu 99% ist absolutes Game. Ich schubst den hier ins Wasser. Hier, guck mal, das. Alter, geil. Das ist ein richtig gutes Event, Mann. Das ist ein richtig gutes Event, wirklich. Die Kollegen hier. So. Oh, der hat sich ein Haus gebaut. Das ist aber schön. Oh, oh nein. Geil. Ey, manche Leute tun mir so leid, ne? Und KKL hat verlassen. 10 Leute haben wir schon so gegangen sind. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall noch besser hin. Bring dich um mit dem Steinschwert, du Bob. Du stirbst, habe ich gesagt. Bombardano, das Team Event verlassen. Bombardano ist auch raus. Was? Bombardano hat keinen Bock mehr. Schade, Mann. Komm mal her, Tobi. Komm zu mir. Komm her. Oh. Warte, hier dein Skybase. Wir bauen die Skybase. Geil. Das ist so geil, Alter. Das ist so geil. Das ist endlich mal ein vernünftiges Community-Event. Ist echt, wir haben auch Interaktion mit den Leuten. Ja, richtig. Man spielt auch mal mit der Community an der Stelle. Die müssen weg. So, erstmal eure Farm kaputt machen. Digga, es ist so ehrenlos, es ist so asozial. Das ist so cool, mit der Community zu spielen. Wir machen das viel zu selten eigentlich. Hui! Oh, alle explodiert. Oh, Tobi, komm mal hier. Ui. Digga, wie viel Erde hat der gefarmt? Der kriegt doch Schaden. Komm, bau weiter. Mach ruhig, Digga. Bau weiter. Sehr traurige Patrick. Komm. Ich will nicht, dass du mich Bau weiter. Oh. Oh, er springt. Er überlebt. Er ist ins Wasser gesprungen. Nein, ist er nicht. Wer war das? Doch, der ist tot. Runter. Achso. Hast du ihn einfach umgebracht? Oh, Tobi, man kann den Leuten Blindness-Effekte und sowas geben. Man kann den Effekte geben, dass die langsam abbauen und sowas. Mining Fatigue. Die Zeit machen wir mal. Ja, so 240 Sekunden. Ja, ich gebe Romeo mal für 240 Sekunden Blindness. Die können jetzt die ganze Zeit nichts abbauen. Die können jetzt einfach gar nichts machen. Weißt du was, ich finde sogar, dass die alle noch Slowness passen. Die haben alle noch Slowness, haben die auch. Du hast mir auch Mining Fatigue gegeben. Guck mal, wie langsam die jetzt sind. Die brauchen jetzt so richtig lange, um einen Erdblock abzubauen. Oh, schon wieder einer weg. Okay, sind 20 Sekunden alle blind. Oh, ich auch. Du kannst Milch trinken, die nicht. Vielleicht Difficulty hard. Der Mann. Und Times at Night. So. Und Slash Weather. Storm. Also Storm. Oh. Ist der Server auch weg? Ja. Ah ne, die haben alle den Wither-Effekt. Das ist auch geil. Alle kriegen Schaden. Digga. Und alle sterben gerade einfach. Wie cool. Digga, die kriegen einfach alle Schaden. Noch einmal. Und von die ersten Monster. Spawn. Ach, was? Spawn. Junge, die kriegen nicht mehr ab. Einfach alle. Ich finde, am Spawn müssen Spinnen hin, oder? Ah ja, Digga, die haben doch absolut keinen Bock mehr da. Doch, ich glaube, was denen jetzt helfen würde, wäre ein bisschen Blindness, Tobi. So, wir trinken ganz kurz Milch einmal. Ich hab ne Idee. Und einer ist weg. Zombie HD, Schadensdrücken. Oh, nee. Das nervt richtig, Alter. Den Mob okay. eingeben. Ui. Die verprügeln den Enderdrachen. Hallo. Hey. Dann halt nochmal. Zwei Wizards sind auch okay. Tobi, ich glaube, die Drachen haben eine Behinderung. Boah, das muss so schrecklich zu sein. Digga, ich hätte absolut gar keinen Bock mehr. Digga, einfach 80.000 Blazes. Oh, der hat ja einen coolen Skin hier vorne, den Revi-Skin. Hallo. Warte mal, komm mal in die Enderdrachen-Arena kurz. Ich habe einen Plan. Mach mal hier deine beliebigen Mobs. Wir machen jetzt einen kleinen Smoothie. Na, na, na. Na. Ui, da sind sie doch alle. Hallo, meine Freunde. Ey, nicht hier rausbauen, ey, Freunde. Jetzt hier einfach noch ein bisschen Lava dazu. Oh, das ist so cool, Tobi. Es macht wirklich echt Spaß mit den Leuten. Was ist, wenn wir jetzt einfach GTA spielen gehen, ne? Die alle an einem Käfig aber einsperren. Wir haben nur noch 78 Spieler, Tobi. Also wir haben schon mal die Hälfte vergrault. Nee. Ist der Server wieder abgestürzt? Ja. Aber gut, jetzt können wir kurz anmachen. Die kommen in die Kugel und dann... Genau, machen wir das. Das ist der letzte Streich. Genau. Und alle hierher. Gut, ist dann doch schön dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß hier drin, Leute, ja? Ihr respawnt jetzt auch immer hier. Das ist halt unser letzter Move tatsächlich. Also, ich weiß jetzt nicht, was ihr jetzt machen wollt. Wir sind jetzt mal 3 Stunden weg, spielen GTA oder sowas. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, Mann. So, dann spawnen hier noch die Monster für euch. Ja, war doch ein gutes... Nee, es hat doch Spaß gemacht. Ja, ich fand's auch gut, dass wir zusammen die Möglichkeit hatten, uns hier so ein bisschen auszutoben und sowas. Gut, dann... Würde sagen, Leute, macht's euch echt bequem da drin, ja? Kann ja nur geil für euch werden hier. Bis später. Wir spielen jetzt GTA und haben Spaß. Tschüss.